ich den nächsten Redner ankündige, muss ich selber noch ein paar Sachen loswerden oder eine Sache loswerden, die ist mir aufgefallen. Und das wirft in meinen Augen ein Licht auf die Dinge, die die letzten zwei Jahre passiert sind. Ja? Wir sollen jetzt nächstes Jahr ein Gesetz bekommen, was mit der heißen Nadel gestrickt ist, was viele Sachen gar nicht richtig reguliert. Es gibt keine Verkaufsstellen, jeder soll irgendwie drei Pflanzen anbauen können. Wie viel das am Ende wird, mehr als 25 Gramm darf es nicht werden, das ist bei drei Pflanzen gar nicht machbar. Also alles Dinge, die in der Realität gar nicht umsetzbar sind. Besonders, wenn es um den Anbau geht. Ja? Wenn es um Dinge wie Jugendschutzclubs geht und so, ist vielleicht noch umsetzbar. Wenn es um den Anbau von Cannabis geht, was gerade geplant ist, ist nicht umsetzbar. Jetzt habe ich mir angeschaut, im Bundestag gibt es Expertenrunden. Da sind auch durchaus Leute, die Ahnung haben von Cannabis, eingeladen. Wer dort aber fehlt, sind Leute, die wegen illegalem Cannabisanbau vorbestraft sind. Ja, weil mit denen redet man nicht. Das sind aber die Grower, die wissen, wie man im kleinen Rahmen Cannabis anbaut. Das wissen sonst ganz wenige. Ja, das wissen die großen Firmen gar nicht, wie man drei Pflanzen auf einem Quadratmeter anbauen kann optimal. Das wissen nur Leute, die illegal anbauen. Dann habe ich gefragt, warum sind die als Experten nicht geladen? Dann wurde mir die Antwort gegeben, die können sich doch im Club engagieren. Ja, welcher Grauer engagiert sich denn im Club? Das funktioniert nicht. Das Wissen muss man abschöpfen, indem man diesen Leuten garantiert, dass sie für ihr Hobby nicht bestraft werden. Andere Länder haben das durchaus geschafft. Ein Blick nach Kanada, ein Blick nach Kalifornien bestätigt das. Ja? Andere Länder waren da nicht so verbohrt wie wir. Und jetzt denke ich mal daran zurück. Als die ersten Patienten in Deutschland eine Ausnahmegenehmigung zum Cannabisanbau bekommen haben, damals, das war staatlich nicht gewollt, das haben die sich erklagt, da musste das BfArM denen eine Anbauerlaubnis für Cannabis geben. Voraussetzung dafür war Erfahrung beim Cannabisanbau. Dieser konnte damals nachgewiesen werden durch eine Vorstrafe. Der erste Cannabis-Patient in Deutschland durfte Cannabis anbauen, weil er als Expertise eine Cannabis-Vorstrafe angeben konnte. So viel dazu, ja. Das war damals als staatliche Expertise gefordert. Heute haben wir ein verbohrtes Gesetz für diese oder ein verkorkstes Gesetz für diese drei Pflanzen, weil einfach gewisse Experten, die durchaus Ahnung von Cannabis haben, gefragt werden, aber die Leute, die Ahnung vom Grauen haben, werden einfach nicht gefragt. Und das muss sich in den nächsten drei, vier Monaten ändern, ansonsten bleibt das so verkorkst. So. Sorry, das muss ich heute loswerden. Ja, auch wenn ich gar nicht als Redner hier eingeplant war, aber das hat mich geplagt.